Unsere Sonne steht weiter im Spannungsfeld. Merkur bekommt viel Rückenwind und Venus ist leicht verführbar und unser Mars wechselt das Zeichen. Ja, unsere Sonne steht auch in dieser Woche noch stark unter Druck, unter Anstrengung und auch unter Aufregung. Die Umarmung mit Mars besteht noch bis zum Dienstag, dem 26.10. und damit ist das Energiefeld auch noch mächtig aufgeladen. Schwierig ist diese Kombination auch, weil nun zwei sehr unterschiedliche Elemente miteinander verknüpft werden müssen, die sich auch gar nicht gut vertragen. Die Sonne im Skorpion wird dem Wasserelement ja zugeschrieben und dort regiert nun der Mars dann in der Waage. Und damit ist das Luftelement angesprochen. Also zusätzlich ist dann noch die Spannung zu unserem Hüter und Begrenzer Saturn aktuell und somit also auch das Spannungsquadrat zwischen Mars und Pluto. Alles zusammen bildet so eine Art druckvoller Kessel, das wir in dieser Woche haben. Also als erstes begrüße ich dich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich. Mein Name ist Bärbel Roy. Ich bin deine Astrologin für Selbstständige und Führungskräfte. Und ich berate sehr viele Menschen und gebe auch Coachings besonders gerne für Unternehmer, für Selbstständige und für Investoren, die natürlich die Macht der Zahlen und der Möglichkeiten, die die Astrologie hat, ganz konkret für ihre ganz persönlichen, aber auch für ihre geschäftlichen Entscheidungen nutzen können. Wenn das für dich ein Thema ist, dann komm ganz einfach mit mir ins Gespräch. Melde dich bei mir unter www.bärbel-roy.de/beratung oder schreib mir ganz einfach eine E-Mail. Ja, und jetzt geht es zum Wochenhoroskop für die Woche vom 25.10. bis zum 31.10. Die Sonne, die wandert direkt in einen starken Kontrollprozess hinein durch den Druck von Saturn. Das ist ja unser Hüter und Begrenzer. Und da Saturn die gesellschaftlichen Prozesse in allen staatlichen Einrichtungen, Institutionen und Behörden repräsentiert, kann es auch aus diesen Bereichen besonders druckvoll werden. Dazu hatte ich ja in der letzten Woche auch schon kurz Informationen gegeben. Man muss sich vorstellen, die Last könnte stärker werden. Grundsätzlich muss man hier auch jetzt viel Disziplin beweisen und auch seine Eigenverantwortung gut übernehmen. Die Arbeit geht also auch nicht ganz so leicht von der Hand. Man ist mehr auf sich selbst auch irgendwo gestellt. Geduld und Krafteinsatz sind hier sehr gefragt. Und man will vielleicht die angelegten Ketten hier sprengen, aber dafür ist die Zeit noch nicht wirklich reif. Wichtig ist auch nun mehr auf die Gesundheit und auch das allgemeine Wohlbefinden für sich zu achten. Ab und zu auch mal eine Pause einlegen, hilft dann immer sehr in diesen Phasen, damit man sich auch nicht übernimmt. Mit Saturn kommen gerne mal Knochen- oder Zahn- oder Gelenkprobleme zum Vorschein. Und es ist einfach wichtig, direkt auf seinen Körper zu achten und die Signale auch zu erkennen. Ja, unsere Sonne wird dann ab Samstag, dem 30.10. für die kommenden 10 Tage nochmal in helle Aufregung versetzt. Denn hier geht jetzt Uranus aktiv. Der Revolutionär, der wird jetzt, bildet jetzt ein Aspekt zur Sonne, eine Opposition, eine spannungsreiche Opposition zum also Sonne im tiefgreifenden Sternzeichen Skorpion, da ist immer einige Action angesagt und Uranus, wenn der im Spiel ist, da kann man immer davon ausgehen, dass ja irgendwelche unverhofften Änderungen auf dem Plan stehen und hier hilft es einfach auch nur grundsätzlich flexibel zu bleiben. Und sich eben halt auf aktuelle Ereignisse einzustellen, denn mit Uranus kann man schlecht vorausplanen. Ja? Also der kommt plötzlich und unerwartet. Es können ja allerdings auch hoffnungsvolle Änderungsprozesse eintreten, denn eine Opposition, wie sie jetzt aktiv ist, die hat immer diese Wahlmöglichkeit zwischen 50-50%. In welche Richtung gehe ich? Also es kommt darauf an, auf wie man da selbst aspektiert ist.
Also kann man sich auf Neuerungen gut einstellen oder will man dagegen kämpfen? Und so eine Uranus-Sonnenspannung, die ist einfach auch schwer handelbar. Überraschungen platzen da ganz unvermittelt plötzlich ins Leben und manchmal auch recht brachial, ganz besonders eben halt schnell ins Persönliche. Ne? Und immer dann, wenn es persönlich wird, dann geht es einen ja auch ganz direkt was an. Wer persönliche Planeten in Kontakt mit dieser Konstellation stehen hat, der muss dann jetzt auch sich auf unerwartete Änderungen einstellen. Das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach. So wie ich gesagt habe, diese 50-50-Regelung ist momentan da aktuell. Und hier betrifft das jetzt ganz besonders die Geburtstage vom 29.10. bis zum 7.11. im Sternzeichen Skorpion, sowie die Geburtstage vom 29.04. bis 7.05. im Sternzeichen Stier, die Geburtstage vom 29.01. bis 7.02. im Zeichen Wassermann und die Geburtstage vom 29.07. bis 7.08. im Zeichen Löwe, die mit diesen Spannungsaspekten besonders angesprochen sind. Hier kommt es natürlich ganz besonders darauf an, wie man da mit seinen eigenen Planetenkonstellationen platziert ist. Auf jeden Fall ist Flexibilität gefragt. Das sind jetzt natürlich alles feste Zeichen, fixierte Zeichen und da muss man Flexibilität schon sehr trainieren. Also wenn du natürlich da jetzt dich angesprochen fühlst, dann komm ganz einfach auf mich zu unter www.bärbel-roll.de. Du siehst dich hier oben auch aus meiner Webseite eingelassen oder gehst in YouTube, wenn du in YouTube jetzt schaust, einfach auf das i, da klappt die Seite auf. Im Menüpunkt Beratung kannst du direkt zu mir kommen oder schreibst mir einfach eine E-Mail. So, der Umgang der Menschen zueinander, der kann sich jetzt plötzlich auch ziemlich deutlich ändern. Es ist einfach unberechenbar, so wie eben alt Uranus unberechenbar ist. Und Uranus ist ja der Herrschaftsplanet vom Sternzeichen Wassermann. Und dieser steht für das Prinzip von Gleich, also das Grundsatzprinzip Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit steht da im Fokus. Es steht für Wahrheit, für geistige Freiheit. Und es ist auch der Planet der Technik. Erneuerung in allen humanitären und ökologischen Angelegenheiten könnte jetzt auch ein Thema sein. Dafür sind auf jeden Fall günstige Voraussetzungen gegeben, dass man da jetzt etwas Neues starten kann. Und es hat hier auch einen plötzlichen Umbruch zu neuen Ufern und eine neue Bewegung initiieren. Auf jeden Fall gibt es allerhand Möglichkeiten, um aus alten Gewohnheiten auszubrechen. Dann ist Merkur unser Denker und Planer in der Waage. Der bekommt noch sehr angenehme und hilfreiche Aspekte. Am Anfang der Woche steht hier noch die Venus, der Liebesplanet, sehr günstig im optimistischen Schützen. Und damit kommt trotz der anstrengenden Saturnbelastung zu unserer Sonne doch immer wieder gute geistige Kräfte in Bewegung. Die Gedanken können damit also auch auf das Positive gerichtet werden. Und das unterstützt uns ab dem 27.10., wenn dann Jupiter im Wassermann dann einen sehr, sehr schönen Winkel zu Merkur in der Waage bildet. Das ist ein hoffnungsvoller Jupiter-Aspekt, der hebt die Stimmung in vielerlei Hinsicht und der bringt natürlich auch schöpferische Gedanken ans Licht. Also oft ist es so, dass man, wenn man in tiefen Spannungssituationen steckt, dass man dann plötzlich über den Aufbruch in neue Wege diese genialen Gedanken bekommt. Man hat das dann im Gepäck. Was auch interessant ist hier, dieser Aspekt zwischen Merkur und Jupiter, der steht sehr günstig zum Beispiel für alle geistig Tätigen, also für alle, die mit geistigen Arbeiten zu tun haben, die Schreiber, die Schriftsteller, Blogger, Lehrer, Coaches, Ausbilder in allen Bereichen haben da natürlich jetzt super Chancen. Oder wer zum Beispiel etwas Neues lernen möchte und in den Austausch gehen will, das wird dann auch nochmal sehr gefördert. Unser Liebesplanet Venus bekommt hier viele schöne und anregende Impulse dann in dieser Woche. Und mit einer harmonischen Verbindung zu Jupiter kann man sich den schönen Seiten des Lebens dann doch auch hingeben, unabhängig davon, dass wir diese starken Spannungen in der Bewegung haben. Was interessant ist, sind auch sehr erfreuliche und schöne Begegnungen.
Besonders im zwischenmenschlichen Bereich, in Liebesangelegenheiten, kommt es hier zu schönen Begegnungen, die auch mit sehr, sehr großer Herzenswärme zu tun haben. Und ich sehe das auch als geschuldet aus der Situation, fühlt man sich dann auch zu Menschen wieder ganz besonders hingezogen. Dieser Aspekt fördert in jeglicher Art, also das Zwischenmenschliche und auch berufliches Fortkommen. Es gibt noch einen Wermutstropfen auch im Liebesbereich hier, denn wir haben hier noch einen Punkt Entspannungswinkel der Venus mit Neptun in den Fischen, also hier im Gepäck hat. Ja, und Neptun ist ja noch rückläufig und dazu habe ich in der letzten Woche schon kurz eine Info gegeben. Es ist einfach angebracht, etwas genauer hinzuschauen, mit wem man es zu tun hat, weil da auch eine sehr große Illusion dahinter stecken kann. Aber trotzdem darf man sich natürlich auch diesen schönen Phasen widmen, also das auch genießen, wenn man jetzt nicht unbedingt da sich zu viel davon verspricht. Eine wichtige Information möchte ich dann auf jeden Fall noch mitgeben. Unser Energieplanet Mars wechselt dann am Samstag, dem 30.10. um 15.21 Uhr von der schönen geistigen Waage in den tiefgreifenden, machtvollen Skorpion. Dort bezieht Mars zieht er ein in das zweite Herrschaftszeichen und er ist dort sehr stark wirksam. Also er verleiht hier auch eine große durchschlagende Kraft. Die Veranlagung ist da, kompromisslos seine Ziele durchsetzen zu wollen. Also das spricht auch dafür, dass für diese Qualität, die Mars im Skorpion hat, die kommenden 6 Wochen geht es dann mit diesem Mars also auch um starke Gefühle, um machtvollen Einsatz, um zielgenaue Strategien, die man dann umsetzen will, die von auch eine psychologische Perfektion mitbringen, also psychologische Grundeinstellung ist da, man muss ein bisschen gucken, nicht, dass da manipulative Aktivitäten eine Rolle spielen, auf jeden Fall ist der Geist hier auch sehr stark durchdrungen, und Mars kann hier allerdings im Skorpion ja sehr große Dinge bewirken, weil er dort sehr kraftvoll ist. Er wird zwar mit der Wasserenergie umspült, ist es ja, Skorpion ist ja Wasserzeichen, aber hier sind auch sehr große, starke, intuitive Kräfte am Werk, die etwas in Bewegung bringen von innen heraus. So, und jetzt möchte ich an der Stelle mich wieder von dir verabschieden und ich wünsche dir für die kommende Woche natürlich alles, alles Liebe, dass du diese schwierigen Phasen ganz gut handeln kannst und die schönen Momente tatsächlich in dein Leben lässt, damit dort auch dieser Gegenpol entstehen kann. Du hast natürlich, wie du weißt, immer die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Schreib mich einfach an unter www.babel-reu.de/beratung oder mir einfach eine E-Mail senden. Auf meiner Website ist oben gleich die E-Mail eingelassen. So, und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe für die kommende Woche. Sei ganz herzlich gegrüßt von mir, Barbara Reuth, deiner Astrologin. Tschüss, mach's gut.